Bitte gebt euer Geld auf den hiesigen Märkten aus. Bitte gebt euer Geld auf den hiesigen Märkten aus. Ah, die Gesandtschaft der 10. Legion. Immer eine Ehre, unsere Freunde zu empfangen. Wir planen einen Angriff auf Jayne Cassinder, aber wir können sie nicht allein besiegen. Die Legion braucht die Hilfe eurer Automatoiden-Armee. Ihr wollt die Stadt ohne Schutz lassen? Ist dies nicht vielleicht eine etwas überstürzte Entscheidung? Irrelevant! Wir haben ein Abkommen mit der Legion, Meister Grimmelhaus. Der Rat steht nicht über dem Gesetz. Tja, also, ich denke... Großartig, ich kann die Automatoiden in Kürze einsatzbereit machen. Soll ich zum Abmarsch rufen? Ich warne euch, wir können nicht nach Stonebridge zurück, ehe dieser Krieg beendet ist. Wie viele Automatoiden sind da noch übrig? Ich habe einige von ihnen zerstört. Dem Gentleman gelang es, die Kontrolle über die Hälfte unserer Automatoiden zu übernehmen. Aber nicht alle wurden zerstört. Unsere Armee ist also noch intakt. Janes Truppen mögen in der Überzahl sein, aber ihre Soldaten mussten noch nie gegen Automatoiden antreten. Ich wage zu behaupten, dass uns dies zum Vorteil gereicht. Ich sehe keinen Grund zu zögern. Wir werden zur Spitzturmfeste marschieren, sobald ihr bereit seid. Die Spitzturmfeste befindet sich auf dem Gipfel des Bergs Jareb. Das bedeutet eine Woche Fußmarsch von hier. Unsere Automatoiden greifen die Aegis-Bucht am Fuße des Berges an. Sie werden Janes Truppen in Kämpfe verwickeln und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dadurch werdet ihr die Möglichkeit haben, den Gipfel des Berges zu erklimmen und die Spitzturmfeste selbst anzugreifen. Es wird uns eine Ehre sein, an der Seite der Legion zu kämpfen. Möge unsere Unternehmung von Glück begleitet werden. Nach langer Zeit wendete sich endlich das Blatt. Die 10. Legion bestritt nicht länger einen Defensivkrieg. Mit Hilfe der Automatoiden-Armee aus Stonebridge trugen wir die Schlacht zu unseren Feinden. Unter dem Kommando von Martin Giscard und Meister Wolf strömte unsere Armee wie eine Flut aus Eisen und Flammen aus Stonebridge. Es war eine lange, beschwerliche Reise. Wenn ihr mit Soldaten aus Fleisch und Blut hättet marschieren müssen, wären zweifellos viele gestorben. Aber die Automatoiden kannten keine Müdigkeit. Schließlich hattet ihr euer Ziel erreicht, die Spitzturmfeste. Auf dem heiligen Berg Jareb thronend stellt sie das Herz von Jayne Cassinders Macht dar. Niemals zuvor hatte eine Armee sie einnehmen können. Am Fuß des Berges trafen fanatische Azoniten und Automatoiden aus Stonebridge aufeinander. Blindes Vertrauen und kalte Vernunft kämpften um die Vorherrschaft. Der Boden wurde mit Öl und Blut getränkt. Oberhalb des Kampflärms stiegt ihr über einen vergessenen Pfad den Berg hinauf, um so zur Spitzturmfeste selbst zu gelangen. Faszinierend. Dieser Garten wurde angelegt, um die Belagerung durch eine Armee zu vereiteln. Schönheit und Funktion in perfekter Symbiose. Bemerkenswert. Wartet! Keine Waffen! Wir sind hier, um zu reden, nicht um zu kämpfen. Schnell, Rajani. Wir sollten gar nicht hier sein. Jayne weiß nicht, dass ihr hier seid, oder? Dieses Treffen ist für Jayne Cassinders Geschmack viel zu unauffällig. Es ist nicht einmal eine gigantische Kriegsbestie dabei. Wir sprechen nur für uns selbst, nicht für unsere Herrin. Jayne ist die erste unter unseren Schwestern, so wie ihre Mutter vor ihr. Wir wollen sie nicht verraten, aber... Jayne ist von ihrem Weg abgekommen. Sie spricht von Visionen und Träumen, einem großen Baum, Aasvögeln
Sie behauptet, die Stimmen unserer verlorenen Götter in ihrem Geist zu hören. Und das beweist, dass sie verrückt ist. Welche Götter meint ihr? Die Götter, denen wir vor langer Zeit gedient haben. Oder zumindest haben wir das immer geglaubt. Wir haben keine Erinnerung an sie. Nur Geschichten sind uns geblieben und der Glaube, dass sie stimmen. Jane führt die Kirche der Azuniten und betet heimlich diese Götter an? Sie behauptet, dass sie Azunai treu ergeben ist, damit ihre Anhänger sie nicht verlassen. Und sie bestreitet nicht, dass er existiert. Aber ihr wahrer Glaube, ihr geheimer Glaube, galt immer unseren Göttern, den Göttern ihrer Mutter. Vielleicht hört sie die Stimmen eurer Götter wirklich. Unsere Götter sind tot, aus den Himmeln gestürzt und verschwunden. Wir haben sie lange gesucht, durch 1000 göttliche Reiche, aber keine Spur von ihnen entdecken können. Das stimmt nicht, Schwester. Janes Mutter behauptete, dass sie ein Relikt gefunden hätte. Eine vergessene Saat der ersten Schöpfung. Das Werk unserer Götter. Aber keiner von uns hat es je gesehen. Was für eine Saat meint ihr? Sie hat uns nie gesagt, welche Form es angenommen hat. Nur, dass sie darin immer noch die Kraft spüren konnte, die die Welt erschaffen hat. Und was schlagt ihr vor? Ihr habt mein Leben in Ravenbach geschont. Und als ihr mit Jane in der Glitzerhöhle gesprochen habt, wart ihr kein Monster, wie Jane es vorhergesagt hatte. Ich will nicht mit ansehen müssen, wie meine Schwestern in Janes sinnlosen Krieg ihr Leben lassen. Es sind zu wenige von uns übrig. Wir bitten euch um Gnade für unsere Schwestern und für Jane selbst. Im Gegenzug bieten wir euch jegliche Unterstützung an. Bevor ich mich entscheide, will ich mehr über euch wissen. Dann beeilt euch, bevor wir gesehen werden. Wenn ihr das Vertrauen in Jane verloren habt, warum folgt ihr ihr dann noch? Wählt eine neue Anführerin. Führung ist keine Frage der freien Wahl. Nicht für uns. Wir sind an Jane gebunden, so wie wir auch an ihre Mutter gebunden waren. Die erste Schwester brennt von uns allen am hellsten. Ihr Feuer nährt uns. Löscht sie aus und wir alle werden vergehen. Ihr würdet mir helfen, eure eigenen Schwestern zu besiegen? Wie? Wir können uns aus dem Kampf zurückziehen. Wir sind die Obersten von Janes Dienerinnen. Sie vertraut uns die Führung der übrigen an. Und wir können euch sagen, was vor euch liegt. Die Spitzturmfeste ist eine Todesfalle für die Unvorsichtigen. Und Jane zu finden ist nicht so einfach, wie durch eine Tür zu gehen oder eine Treppe zu besteigen. Könnt ihr mir sagen, wer ihr seid, woher ihr kommt? Euer Volk nennt uns Orken. Aber wir haben keinen Namen für uns. Wir sind nur Schwestern, so wie schon immer. Unsere Geschichte stammt aus Mythen und Legenden. Sie besagen, dass wir den Göttern dienten, bevor sie zur Erde fielen. Wir haben keine Erinnerung an diese Zeit. Unsere erste Wahrnehmung war das Gefühl eines schrecklichen Verlustes. Aber wir können uns nicht daran erinnern, was davor geschehen ist. Eine merkwürdige Art, euer Leben zu beginnen. Was habt ihr getan? Wir zogen durch die göttlichen Reiche, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht weshalb. Wir waren immer auf der Suche nach Zeichen unserer gefallenen Götter. Wir hatten kein Ziel. Viele unserer Schwestern haben wir in dieser Zeit verloren. Sie zogen davon, verwirrt, oder das Feuer in ihnen erlosch. Janes Mutter führte uns hierher. Sie behauptete, ein Relikt der ersten Schöpfung gesehen zu haben, aber sie sah es nur zweimal. Und wir bekamen es nie zu Gesicht. Also gut, ich habe es mir überlegt. Jane ist verblendet und verwirrt, ja. Aber bitte, beurteilt nicht all unsere Schwestern nur nach ihrem Beispiel. Ich habe der Königin versprochen, dass ich Janes Leben schonen werde. Ich werde das auch bei euren Schwestern versuchen. Meine Damen, wir würden nie einen Gedanken daran verschwenden, eure Spezies auszurotten. Jane hat sich also wirklich in euch geirrt. Als Rajani es mir gesagt hat, da konnte ich es nicht glauben. Hinter diesem Tor liegt der Burggarten. Er ist voller Soldaten. Sie sind Fanatiker. Nur Jane loyal ergeben. Sie halten sie für eine Heilige. Und ihr werdet sie nie beeinflussen können.
Am anderen Ende des Gartens gibt es eine Tür, die mit einem magischen Siegel verschlossen ist. Zwei unserer Schwestern erschufen dieses Siegel mit ihrem eigenen Feuer. Ihre Leben sind jetzt mit dem Siegel verbunden. Um die Tür zu passieren, benötigt ihr ihre Zustimmung. Und die werden sie euch niemals geben. Ihr müsst sie also finden und töten. Finde ich die beiden Arken im Burggarten oder woanders? Sie können sich nicht sehr weit vom Siegel entfernen. Jede lebt in einem eigenen Turm auf beiden Seiten des Gartens. Wir betreten diese Türme nie. Wir gehen nicht einmal in ihre Nähe. Also können wir euch nicht sagen, was euch dort erwartet. Und auf der anderen Seite der Tür? Der Altarraum. Ein Ort der Verehrung für die Fanatiker, die Jane ihre Heilsbringerin nennen. Darüber befindet sich das Heiligtum des Feuers, wo sich unsere Schwestern aufhalten. Und mit Fanatikern meint ihr ihre Soldaten und Priester? Am Anfang waren sie nützliche Werkzeuge, nicht mehr. Eine Armee, um sie vor der königlichen Familie zu schützen. Sie hat eigentlich nicht geglaubt, dass sie eine Heilige ist. Aber mittlerweile, wie ich schon sagte, sie ist vom Weg abgekommen. Ich dachte, ich sollte das Leben eurer Schwestern schonen. Diese zwei, diejenigen, die das Tor bewachen, sind anders. Niemand spricht über sie. Nicht mehr. Der von ihnen verhängte Zauber hat sie wahnsinnig gemacht. Sie reagieren nicht einmal mehr auf ihre eigenen alten Namen. Wir kennen sie nur als Arken der Rache und Arken des Krieges. Genug von der Spitzturmfeste. Jetzt werde ich den Weg finden. Wie ihr wünscht, können wir euch noch weitere Fragen beantworten? Gibt es dort irgendwelche geheimen Orte, Geheimnisse, von denen Jay nicht will, dass ich sie entdecke? Das Verlies. Unterhalb des Burggartens, der vor uns liegt. Sucht das steinerne Mittelstück in der Mitte des Gartens. Die Tür zum Verlies ist in seinem Fundament verborgen. Aber ihr könnt die Tür nur öffnen, wenn ihr auf eine goldene Druckplatte tretet, die in einer Ecke des Gartens versteckt ist. Ihr habt mir nicht gesagt, wo ich Jane finden kann. Keine Sorge, sie wird euch finden. Sie ist irgendwo in der Spitzturmfeste. Vermutlich beobachtet sie uns durch unsere Augen. Sie wird wissen, dass wir sie verraten haben. Ihr solltet diesen Ort verlassen und haltet euch von unseren Soldaten fern. Sie werden euch als Feinde betrachten. Wir wissen, wie wir uns notfalls verstecken können. Verhüllt können wir uns als Bettlerinnen tarnen, solange wir unsere Blicke gesenkt halten. Mögen unsere Schwestern uns vergeben. So gut wie neu. Nun ja, abgesehen von dem traumatischen Erlebnis einer Nahtoderfahrung.
Eine taumaturgische Analyse der Resonanz dieser Stadt wäre mit Sicherheit sehr interessant. Wir sollten das genauer untersuchen. Triumphiert die Vernunft. Ihr gehört nicht zu Kassinders heutigen Söldner. Bitte zeigt Gnade. Lasst mich hier raus. Ich möchte wissen, warum ihr da drin seid, bevor ich euch herauslasse.
Selbstverständlich, meine Dame. Ich bin ein Dieb, das will ich gar nicht leugnen. Ich bin nicht stolz darauf, aber zumindest sage ich die Wahrheit. Bitte überlasst mich nicht diesen Wahnsinnigen. Ich wollte doch nur etwas finden, was ich verkaufen kann, um die Medizin für meine arme, kranke Tochter zu bezahlen. Das schwöre ich. Was ist mit eurer Tochter? Nun, sie hat die Aranoi Wassersucht. Sie und ihre beiden Schwestern, Drillinge, versteht ihr? Furchtbare Krankheit. Habe ich schon erwähnt, dass sie zu den Weisen sind? Schon gut, das war eine Lüge. Ich verrate euch jetzt was. Sie haben all meine schönen Schmuckelwaren irgendwo hier in eine Truhe geworfen. Lasst mich einfach raus. Wenn ich die Truhe zurückhabe, gebe ich euch einen attraktiven Preisnachlass auf die Waren eurer Wahl. Wo finde ich die Schlüssel zu diesen Zellen? Der Wärter hat sie. Er treibt sich am Nordende des Zellenblocks herum. Aber er kommt auch oft genug hier vorbei, um uns zu quälen. Ich komme wieder, wenn ich die Schlüssel habe. Tsunai ist Blut. Wo kommt ihr denn hin? Egal. Wir werden euch schon bald dorthin zurückschicken. Ich genieße selten den Einsatz von Gewalt, aber ich werde in nicht unerheblichem Maße Freude dabei empfinden, dieser barbarischen Unterdrückung des gemeinen Volkes ein Ende zu bereiten.
Ich hoffe, ihr habt den Wärter leiden lassen, bevor er aus dem Leben stirbt. Ihr seid Legionäre? Ich dachte, ihr seid alle tot. Einen aufrichtigen Dank, werte Dame, für meine Befreiung aus diesem Sündenpfuhl. Danke. Ich dachte schon, ich müsste hier verrecken. Ich sollte dies auf jeden Fall im Gedächtnis behalten, falls ich in Zukunft der Kirche der Azoniten wieder eine Spende zukommen lassen will. Schon die Schlüssel? Natürlich. Ich werde die Tür sofort aufschließen. Möge Azunai euch segnen. Ihr seid mein Schutzengel. Ich werde allen von eurer Heldentat berichten. Eine weise Entscheidung. Lebenslange Freiheitsstrafen sind barbarisch und mitnichten dazu geeignet, eine gute Sozialprognose für die Inhaftierten zu erzielen. Da gibt es viel bessere Methoden. Lobotomien zum Beispiel.
Einer weniger.
Die Welt ist durchdrungen von Feuer und Blut, den Schweinen der sterbenden Männer, dem Gestank verwesender Eingeweide, der glühenden Hitze der Schlachtlust, dem Geschmack von Kupfer und Angst. Armeen rasseln krachend ineinander, Stahl wird zu Flammen in der Morgensonne. Auf immer und ewig wird der Krieg. Nie wird er ein Ende finden. Was ist das? Die Feinde versuchen uns zuvorzukommen. Zu den Waffen! Zu den Waffen und die Linie halten! Ah!
Wieder triumphiert die Vernunft. Einer weniger. Lasst eure Waffen stecken, Legionär. Ich will euch nichts Böses. In Ordnung. Was wollt ihr von mir?
Ich will euch nur helfen, wenn ich kann. Ich sehe, wie die Dinge stehen. Ich bin unterwegs Richtung Aranoi oder wohin auch immer mich der Weg führt. Trotzdem könnte ich noch etwas Reisegeld gebrauchen und ich habe qualitativ hochwertige Ausrüstung von der Waffenkammer erstanden. Ihr meint, ihr habt von euren Auftraggebern gestohlen und wollt desertieren? Nun ja, wenn das für euch kein Problem darstellt, würde ich euch gern zeigen, was ich habe. Lasst eure Waffen stecken, Legionär. Ich will euch nichts Böses. Wenn das ein Trick ist, werdet ihr es bereuen. Nein, das ist kein Trick. Ich weiß einfach, auf welcher Seite ich jetzt stehen muss. Ich bin unterwegs Richtung Aranoi. Ich höre. Was habt ihr gefunden? Warum kommt ihr nicht her und findet es heraus?